Wenn's mal wieder länger dauert, hilft vielleicht ein Schluck Shampoos. Denkt sich offenbar James Cowgill aus North Yorkshire in Großbritannien und macht während der Fahrt mit dem Lieferwagen einfach mal eine Flasche Champagner auf. Schnell einen Schluck genommen und den Müll aus dem Fenster geworfen und weiter geht's. Und das nicht nur mit der Fahrt, sondern auch mit den Verkehrsverstößen. Denn Cowgill trinkt nicht nur Alkohol am Steuer, sondern dreht sich auch noch ganz entspannt eine Zigarette und greift, als ob das nicht schon reichen würde, auch noch zum Handy, um mit seinen Freunden zu telefonieren. Das kann nicht gut enden und das tut es auch nicht. In den letzten Sekunden des Clips sieht man, wie der 27-Jährige auf seinen Vordermann auffährt. Der Crash geht glücklicherweise glimpflich aus, verletzt wird niemand. Doch der Lieferwagen, mit dem Cowgill unterwegs ist, ist ein Firmenwagen. Der Chef des 27-Jährigen sieht die Aufnahmen der Kamera und schmeißt seinen Angestellten daraufhin nicht nur raus, sondern meldet ihn auch der Polizei. Mit für Cowgill verheerenden Folgen. Er wird zu 8 Monaten Gefängnis verurteilt und verliert für 32 Monate seinen Führerschein. Die Begründung des Gerichts: Cowgill hätte durch sein Verhalten jemanden ernsthaft verletzen oder gar töten können. Er hätte keinen kurzen Aussetzer gehabt, sondern mit voller Absicht die Regeln missachtet und damit Menschen gefährdet.